Ja, guten Abend, herzlich willkommen hier im Käfigturm an der Museumsnacht. Sind ihr schon weit rumgeflaniert und geflattert? Können wir euch hier erholen? Ein bisschen absitzen? Nicht da. Hier muss man eben mitdenken. Es ist ja ein Politforum. Nein, der Käfigturm ist ein alter Turm, ein ehrwürdiger Turm. Er ist 400 Jahre alt etwa und diente lange als Untersuchungsgefängnis. Es wurden viele Verhöre, unschöne Sachen hier drin auch geführt. Die Leute wurden an Steinen aufgehängt, damit sie dann gestehen, was man hören wollte. Das war in der Schweiz nicht anders als an anderen Orten. Also wir waren da nicht besser. Und in diesem ein bisschen gruseligen und beeindruckenden Käfigturm hat es dann diese Turmbücher gegeben. Da hat man die Verhöre notiert. Und im Rahmen einer Masterarbeit an der Uni hat eine Frau diese Verhörbücher ausgewertet und sich einmal angeschaut. Die Tina Adam war das, die hat das 2017 gemacht. Und ich habe mir das mal zu Gemüte geführt, weil es nämlich ein bisschen auch mit dem Thema am Rande zu tun hat. Da stand drin, also was auch interessant ist, 2/3 Männer, 1/3 Frauen wurden hier verhört. Da haben wir also fast eine Quote bei der Kriminalität. Und 32% waren Eigentumsdelikte und dann gab es auch 32% Aufstände, Amtsmissbrauch oder andere Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit wie Bettelei und Vagabundieren. Und Vagabundieren ist ja genau das Stichwort, was Leute, die nicht immer in einer Wohnung leben, sondern eben mit Wohnwagen zum Beispiel unterwegs sind, vorgeworfen bekommen. Ihr habt hier gesehen, im Käfigturm hat es eine wunderbare Ausstellung, die organisiert wurde vom Verein Sinti die Schweiz. Und ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten vom Verein Sinti die Schweiz, Fino Winter hier. Herzlichen Dank, dass Sie auch hier sind. Ein Applaus für Fino Winter. Das freut uns sehr. Freut uns sehr. Ihr habt das zusammen mit dem anderen Verein Radgenossenschaft, der jenische Vertret organisiert. Also die Radgenossenschaft ist hier, ihr seid im unteren Stock und ihr habt das zusammen organisiert. Und morgen wird der Präsident von Verein Sinti Schweiz, Fino Winter, zusammen mit Hans Gempeler von der Radgenossenschaft um 2 Uhr eine Führung machen durch die Ausstellung. Nützen Sie diese Gelegenheit, sich von Menschen, von Leuten, von Fachleuten erklären zu lassen, worum es bei diesen Lebensweisen geht und was diese Lebensweise ausmacht. Genau, und wir sind beim Thema Fahren oder Sitzen hier an diesem Redenslam. Und schaut mal her, wir haben nur 2 Teilnehmende. Es ist so ein spannendes, aufregendes, mobilisierendes Thema. Wir haben 2 Teilnehmende, aber das Schöne ist ja hier im Politforum Käfigturm. Es ist ein Ort der politischen Auseinandersetzung, der Meinungsbildung, der Meinungsäußerung, wo das Volk mitmachen kann. Drum meine Frage an euch. Möchte jemand spontan zu dieser Frage ein Statement hier vorne auf der Bühne in dieses Gerät hinein, das verstärkt dann alles, machen, geben? Letztes Jahr hatten wir jemanden, der sich gemolden hat. Ich weiß, gemolden. Was ist eigentlich die grammatikalisch richtige Form? Gemeldet? Das Kind! Du bist ja noch nicht mal stimmberechtigt und du weißt schon, wie das geht mit der Grammatik. Gemeldet. Genau, letztes Jahr hatten wir jemanden, der sich gemeldet hat. Vielen Dank. Kinder kann man brauchen. Gut, es möchte niemand, das macht nichts, oder? Also, Gino Bernhard, ihr habt da nichts dagegen. Dann werden wir euch 2 einfach hören und wir freuen uns sehr auf euch. Es ist eigentlich ein Wettbewerb, aber ich finde bei 2 Leuten, da hören wir einfach mal zu und dann werden wir mal Piano, das Ganze. Und wir losen die Reihenfolge und jetzt komme ich in das Polis hinein, in dieses aufgeregte Volk. Mein Gott, seht ihr müde aus. Wo wart ihr bloß? So, Sie ziehen die Reihenfolge. Aus welcher Gemeinde sind Sie? Wollen Sie auch fusionieren mit Bern? Oder sind Sie schon dabei bei Bern? Ja, ihr seid am Überlegen. Wir hatten ja auch Fusionsthema heute. Gino, du wirst starten und ich stelle dich schnell vor. Gino, du bist Sinto, du bist Rapper. Genau. Du kommst aus Saint-Ville, St. Gallen, also aus der Ostschweiz. Es freut mich sehr, dass du hier hingekommen bist, nach Bern. Du bist Mitglied von Jobs am Mic. Genau, einem Kollektiv von 5 Musikern, die auch gerade wieder an aktuellen Projekten am Planen sind. Du bist Kassier im Verein Sinti Schweiz. Und im Moment bist du irritierenderweise für mich als Nichtfachfrau in einer Wohnung, weil der Winterplatz
die Möglichkeiten auf einem Winterplatz waren nicht gut genug oder nicht, die Infrastruktur war nicht vorhanden. Wir hören das nachher gleich auch noch von dir. Du wirst uns in 4 Minuten etwas erzählen zu dieser Frage. Und wir haben deinen Mitspieler, das ist Bernhard Jungen. Das ist ein Pfarrer, das sieht man ein bisschen mit dem Schwarz und Weiß. Sieht man das? Genau. Hat sich das Bändchen von hier hat sich nach oben verlagert. Und 30 Jahre Pfarrer und jetzt aber auf die Straße mit Bier. Also die Seelsorge geht jetzt weiter an einer Bar. Du hast die Unfassbar gegründet. Mit der bist du unterwegs. Das ist eine mobile Velobar, die du dann bedienst. Und da gibt es also Seelsorge und Alkohol. Eine hervorragende Mischung, die mich sehr überzeugt. Das gebe ich zu. Und als mobiler Barkeeper bist du unterwegs. Und wir hören dich auch zu diesem Thema. Gino, bist du bereit? Willst du nach vorne kommen ans Mikrofon? Also du bist ja Rapper, oder? Da hat man ja nicht so Angst vor seinem Mikrofon. Willst du am Tischchen oder nimmst du das Mikrofon in die Hand und bewegst dich? Machen wir wieder Herr Trump da. nein. Ein herzlichen Applaus für Gino Lehmann. Dankeschön. Stellst du Fragen? Oder? Nein, du kannst, vielleicht erklär uns doch einmal, wird der Titel Fahren oder Sitzen, was bringt mobile Lebensweise? Findest du das ein richtiger Titel? Also würdet ihr sagen, wir haben eine mobile Lebensweise? Oder wie? Mobile Lebensweise steht auf jeden Fall, ja. Weil, wenn man überlegt, wir reisen eigentlich das ganze Jahr umeinander, oder? Wir sind eigentlich immer mobil. Es zwingt uns einfach, gerade über die Wintermonate, zwingt uns das einfach irgendwie auf einen festen Standplatz, oder? Weil wir haben ja auch schulpflichtige Kinder und überhaupt. Und dann müssen wir auch schauen, dass das klar geht. Wie macht ihr das dann mit den schulpflichtigen Kindern? Das ist folgendermaßen: Wir haben hier vom Bund eine Bewilligung, dass unsere Kinder über die Sommermonate, wo wir dann quasi mobil auf der Reise sind, können wir die rausnehmen aus der Schule. Die Kinder kommen dann so Päckchen mit Hausaufgaben über. Wir haben unter anderem auch Privatlehrer mit dabei auf Reisen. Und wir sind jetzt da auch seit neuestem dran an einem neuen Projekt, dass wir eben schulpflichtige Kinder, die mit uns auf die Reise gehen, dass wir die auch mit, also quasi über die Laptops, mit Skype oder sonst irgendwie etwas, direkt mit den Lehrern kann verbinden und so kommunizieren und so lernen können. Wie lange sind denn die Wintermonate? Wie lange ist man da? Geht meistens so von einem Oktober weg ist das bis im März, etwa so. Und März. Ich bin überhaupt nicht, ich habe weder Sinti noch Homa noch Jenische in meinem Freundeskreis. Du bist eigentlich der erste Mensch, den ich kenne. So. Direkt, also ich kann das nachlesen, aber ich habe noch nie face-to-face mit jemandem so gesprochen. Was ist denn der größte Unterschied zu einer Person wie mir, die einfach da drüben in einer Wohnung lebt, das ganze Jahr? Das ist schwierig, so schnell zu sagen. Schwierig zu sagen, ja, weil es unterscheidet einfach die Lebensart, oder? Mhm. Ihr seid mit dem Wohnwagen unterwegs. Genau, ist ganz ein anderes Leben, oder? Wir haben ganz eine andere Kultur wie jetzt ein Sesshafter, oder? Und ja, das ist eigentlich ganz anders, ist es ja nicht im Prinzip. Dass man wirklich sagt, wir differenzieren uns jetzt wirklich extrem vom sesshaften Volk. Mhm. Es ist einfach, wir leben unsere Kultur, wir sind ja so aufgewachsen, wir kennen nichts anderes. Und durch das sind wir immer unterwegs. Und das ist das, was unser Leben ausmacht. Das macht unsere Kultur aus. Und würdest du das auch werten, dass du sagst, wenn man fragt, was bringt die mobile Lebensweise, hat das mehr, klar, für dich hat es sicher mehr Vorteil, weil du bist dich das so gewohnt und du willst das jetzt nicht ändern oder das ist deine Kultur. Eben, ich selber kenne den Unterschied aber nicht gross, oder? Weil ich kenne nichts anderes. Oder? Wir sind von klein auf sind wir so aufgewachsen, wir sind unterwegs und der Vorteil zu der Sesshaften, würde ich jetzt sagen, man kann es nicht als Vorteil anschauen. Weil ich würde sagen, wenn man als Sesshafter gross wird und so aufwächst, dann kennt man auch nichts anderes. Oder? Darum kann man das nicht vergleichen. Dass man sich ausgeschlossen fühlt, weil man eben nicht immer in der Schule ist, zum Beispiel? Das gibt's.
Und, oder dass man einem komisch begegnet wird, dass man dann ja, kommt mit dem Wohnwagen, ist, ja. dass die Leute einem angreifen und finden, ja, das haben wir, oh nein, das eben, vergebunden. Genau, also mit Diskriminierung und Rassismus sind wir wirklich ganz stark betroffen, oder? Weil es ist wirklich schlimm in der heutigen Zeit noch, dass wirklich unsere Kinder, die jetzt 8-9-jährig sind, die schulpflichtig sind, dass sie immer noch mit Rassismus zu kämpfen haben. Mhm. Und okay. auch wir selber, wenn wir auf Reisen sind, oder? Da ist Alltag, es vergeht kein Tag, wo wir nicht mit Diskriminierung und Rassismus zu haben. Und wenn ich aber bei euch zum Wohnwagen komme und sage, ich habe keine Ahnung, darf ich bei euch einen Kaffee trinken, dann würde ich eingeladen. Kommst du einen Kaffee über und kommst du ein Stück Kuchen über. Sehr gut. Herzlichen Dank, Gino Lehmann. Dankeschön. Danke vielmals. Danke, Gino. Kommt dann noch darauf an, was für ein Kuchen, gell? Ich habe nicht alle Kuchen gern. Bernhard Jung, bitte. Vielleicht noch einen Applaus für Bernhard Jung. Dankeschön. Was ich über mein erstes Auto erzähle, ist alles wortwörtlich so passiert. Ich muss es vorausschicken, weil ich weiss, die Geschichte, die jetzt kommt, klingt total unglaublich. Aber ich könnte eine solche Geschichte gar nicht erfinden. Mein erstes Auto war für mich das, was für viele Leute heute das Handy. Es hat mir ermöglicht, mit an allen Orten gleichzeitig zu sein. So bin ich mir einmal vorgekommen im vordigitalen Mittelalter. Und ich als Zentrum des Universums konnte von einem Termin zum nächsten rasen. Sitzung hier und Vortrag dort, Party hier und Training dort. Ich war mir der Versuchung zwar bewusst und habe darum ein Foto von einem langsamen Griechenland-Gepäckesel ans Armaturenbrett geklebt, mit dem Spruch dazu, Glaube ist die Fähigkeit, in Gottes Tempo zu gehen. Nein, nicht Lichtgeschwindigkeit, habe ich damit gemeint, sondern die Fähigkeit, immer wieder anzuhalten und durchzuschnaufen. Von Achtsamkeit hat dann noch niemand geredet. Aber gelebt habe ich genau das Gegenteil. Ich war ja dermassen etwas von unentbehrlich für die Welt. Als junger Lehrer wollte ich zum Beispiel auch einen Pfarrer einheizen, wie er es machen müsse. Bis schwer nach Mitternacht habe ich ihm einen Vortrag gehalten über einen Manager, der seine Agenda füllt und füllt, bis der Herzinfarkt-Sensenmann ihn plötzlich auf seine Agenda setzt und sagt, so, jetzt bist du dran. Mit diesem aktualisierten biblischen Gleichnis sollst doch du, Pfarrer, den Leuten ein bisschen einheizen am Sonntag. Was ich nicht gemerkt habe, ist, dass die Geschichte vielleicht etwas mit mir zu tun hat. Geschlafen habe ich nur ein paar Stunden die Nacht nach einem langen Arbeitstag noch Hurti der Mutter gratulieren zum Geburtstag. Hurti, alles ging Hurti. Hurti hier, Hurti dort. Hurti kommt von Hurt, Mittelhochdeutsch, Aufbrau. Wir brauchen es Englisch noch, wenn wir sagen, did you hurt yourself against the table? Auf dem Weg zur Mutter bin ich vor müde im Steuer eingeschlafen, Sekundenschlaf, frontal in einen Eierlastwagen. Hurt! Eier tätsch am Worber, so die Berner Zeitung. Und ich zwischen Blech eingeklemmt, habe mir immer wieder gesagt, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Bis ich gemerkt habe, dass ich ja fast nichts blühte, dass ich noch alle Glieder spüre, dass ich noch einigermaßen denken kann und wahrscheinlich sogar rausklettern, bevor es anfängt zu brennen. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, schreibe ich am 6. Oktober 1977 in mein Tagebuch. Mein Leben ist mit diesem Ereignis ganz brutal gebremst worden. Aber ich habe viel gelernt dabei. Heute bin ich unterwegs mit einer mobilen Bierbar. Unfassbar heisst die Velobar. Als Pfarrer von Fest zu Fest. Immer noch habe ich zwar etwa mal das Gefühl, ohne mich gehe es nicht auf der Welt. Glauben, das habe ich im alten Buch gelernt, heisst zwar sich bewegen, alles loslassen, aufbrechen. Kirche, die zu den Leuten geht, das ist unfassbar.
Aber nicht so schnell wie ein Bub mit Namen Fritz, der rennen kann wie der Blitz, das er noch niemand gesehen hat bis jetzt. Nein, unfassbar soll fassbar sein. Auch wenn es unfassbare Momente soll geben in dieser Bar. Und wo wir, auch wenn wir vom unfassbaren Gott bewegt sind. Wer glaubt, ist ein Nomad, ein Fahrender. Aber ich selber will bleiben stehen für die, die mich einen Mermu haben und mir in die Chile-Täschchen rennen. Das war für mich unterwegs in seinem Tempo, bis einer von oben nachher tönt. Jetzt bist du dran. Und jetzt bin ich nicht mehr dran. Ja. Yeah. Sehr schön. Danke vielmals, Bernhard. Ja, weil wir ja jetzt in so einer kleinen, edlen Runde sind. Bernhard, hast du von dir her noch, also du hast jetzt da einen sehr schönen Text gemacht, der die mobile Lebensweise abreißt. Genauso eigentlich wie die mobile Lebensweise, die Gino Lehmann lebt. Einfach eine andere, aber auch für Mobilität und für Bewegung, oder? Das kann man schon so sagen. Ah, merci vielmals. Also das, was ich jetzt mache mit der Unfassbar, ist sicher sehr ähnlich dem, was du machst. Nur gehe ich nicht irgendwie mit einem schönen Stein, wo kannst du schleifen kannst. Das ist mein Klischee, bitte vergib mir das, gell? Machen die nicht, oder? Oder schon noch? Nicht mehr, ja. Also in der Ausstellung habe ich noch so etwas gesehen, darum habe ich jetzt gedacht, ich darf das sagen. Mhm. Und wir gehen halt mit Bier, oder? Aber das ist eigentlich das Gleiche. Ja, Kontakt, dort, wo sie entstehen, das ist etwas wunderschönes. Und wir machen das alle viel zu wenig. Mhm. Hättest du noch eine Frage? Ich weiß nicht, kennst du viele Leute, Sinti, Jenische, Roma? Nein, es geht mir gerade genau gleich, wie es dir geht. Ich habe in dieser Pause habe ich den Präsidenten lernen können, den Gino, und sie wunderbar sympathisch Brütsch. Ich fühle mich viel reicher jetzt. Wirklich viel reicher, weil bis jetzt... Ich bin noch ein bisschen überfordert. Die paar Begegnungen der Haustür, die haben... das ist für mich noch nicht ganz... Ich hätte das Gefühl, jetzt könnten wir zusammen ein Bier trinken und es könnte etwas wachsen. Ich staune nur, also wenn dann Sesshafte so wenig Berührungspunkte haben mit Sinti, Jenische, Roma, das ist auch noch... Ja. Dass man so wenig Berührungspunkte hat, in so einem engen Land wie der Schweiz. Es hat mich beschämt. Ja. Ich hab mich echt beschämt gefühlt, als ich diesen drei wunderbaren Männern begegnet in der Pause und das Gefühl hatte, wieso hat es das bis jetzt noch nie in dieser Art gegeben. Danke, dass ihr die Ausstellung gemacht habt und danke, ja, merci, dass wir dann dir zuhören und auch dir, Bernhard Jung. Jetzt machen wir keine Auswertung mit Publikumsapplaus und so. Das machen wir jetzt nicht. Wird jemand von euch noch die Gelegenheit wahrnehmen, bevor wir hier abschliessen, eine Frage an Bernhard Jungen oder an Gino Lehmann stellen? Dürfen die das sehr gerne machen. Ihr seht, ich gebe meine... ich bin auch transparent in meiner Situation. Ihr dürft das auch sein. Er hat eben gesagt, dass wir miteinander in der Pause geredet haben und er beschämt sich dort ein bisschen dafür. Aber das muss er nicht. Unser Ziel ist, dass wir hier sind. Wir haben den ersten Schritt gemacht, hierher zu kommen, uns zu zeigen. Wir waren lange ein Schattenvolk. Wir waren abwesend, immer am Rande gewesen. Und seit 2016, wo wir unsere Anerkennung in unserem Namen wieder bekommen haben, dass wir sagen können, wir sind keine Fahrenden. Fahrende kann jeder sein. Rollschuh fahren, Lastwagen fahren. Oder? Wir sind Sinti. Und dort sind wir stolz auch, dass wir Sinti sind. Und wir sind Sinti von der Schweiz. Der erste Sinti, der hier registriert worden ist, hier in der Schweiz, war 1427 gewesen. Und das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Und ich fühle mich auch als Schweizer. Wir wissen, wir sind Schweizer Sinti. Und da sind wir stolz, auch hier können sein in der Schweiz. Und der Schritt gegen die Mehrheitsgesellschaften. Wir sind die Minderheit, die kleinste Minderheit von den Minderheiten. Und das ist ein schöner Moment, dass wir hier dürfen unsere Ausstellung zeigen. Ein riesen Dankeschön an dir, Thomas, wie du uns empfangen hast hier mit offenem Herzen. Und wir fühlen uns wohl und sind dankbar, dass wir heute oben hier sein dürfen. Merci.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die sehr schönen Worte. Fino Winter, wenn man mehr möchte wissen, dürfte man morgen an die Führung kommen, wo du zusammen mit dem Hans Gempeler wirst machen hier. Und herzlichen Dank. Ja. Danke dir nochmal, Gino. Danke, Bernhard. Ich wünsche euch allen hier noch ganz schöne. Was? Ah, ein Foto. Wir brauchen ein Foto. Genau, macht ja immer noch ein Foto. Ich bin schon ganz durcheinander. Kommt doch mal da vorne, ihr zwei Teilnehmenden. Ich komme den Lebkuchen über und Foto. Und wir machen hier immer ein Foto nach jedem Slam mit einem Menschen aus dem Publikum. Und dann nehmen wir irgendjemand, der noch gar nichts, der keine Funktion hatte heute Abend, außer Publikum zu sein. Wer möchte mit aufs Bild? Ja. Wie heißt du? Also Torino, du kommst mit mir, wir gehen so ein bisschen, wir verbeugen uns vor den Rednern, oder? Du und ich. Und wir lächeln, ihr müsst viel mehr lächeln, so geht's nicht. Das ist viel zu wenig ins Publikum. Das Publikum applaudiert nochmal, weil es cool war. Genau. Ist gut. So, danke vielmals, Torino.